Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Spider-Man Remastered. Das letzte Mal waren wir auf der Suche nach einem Ort für die Nacht und haben dann hier auf Tante Mays Couch im Feast-Zentrum geschlafen. Jetzt haben wir noch irgendwie ein kleines Date mit MJ. Wir möchten ja zu dieser Wahlveranstaltung von Norman Osborn, der ja irgendwie dem Polizeifreund, den wir haben, dem Jefferson Davis, noch eine Medaille verleihen möchte. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir da gleich hinschwingen, wobei wir aktuell noch gar nicht wissen, wo das stattfinden soll. Es gibt sogar hier neue Nebenmissionen, also das sind Sidequests, okay. Vielleicht kümmern wir uns dann hier einmal um die Katze und machen dann diese Sidequest, bis entsprechend die Nachricht dann wahrscheinlich auftaucht irgendwann. Da drüben ist sie auch schon. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute! Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden! Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborn. Ha, nur ein Scherz. Okay, dann machen wir das auch als nächstes. Hier oben also zu einer weiteren Baustelle. Ja klar, dass die Dämonen sich auch dafür dann irgendwie interessieren. Noch eine Kamera. Sieht nach Black Cat aus. Enttäuscht, weil ich nicht sauber bleiben konnte. Aber warum sich mit Perfektion anlegen? Das sagt sie so einfach. Oh. Der Controller pulsiert leicht. Ah, ja. Da ist sie. Bam. Ich glaube, hier wird mit teurem Wein gehandelt. Sie dehnt das Geschäft aus. Ich muss ihr zuvorkommen. Ach so, das sind Orte, die sie überfällt. Verstehe. Okay, wollen wir uns dann einmal um die Nebenmission kümmern? Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Das wäre wirklich gut, ja. Schauen wir mal kurz, was das hier ist. Achtung, Einheiten. Zivilisten nach Autounfall gefangen. Hilfe für Howard. 1000 Erfahrungspunkte, okay. Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich dreh mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Oha. Tauben müssen wir jetzt auch noch sammeln. Das ist dann wahrscheinlich sogar eine größere Sache. Okay. Ja, aber gut, dass wir uns das noch angeschaut haben. Damit schaltet man sozusagen auch noch die ganzen Sammelaufgaben frei. Sehr gut. Okay. Das würdest du tun? Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. Das machen wir. Insgesamt gibt es also 12 Tauben. Okay. Dann jetzt zum Fisk Tower.
Oh. Das ist aber eine große Baustelle. Achtung, Einheiten. Zeugen melden Körperverletzung. Officer benötigt bei Turtle Bay. Consolidated Shipping. Jeff, ich bin da. Was siehst du? Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fisks Revier übernehmen. Kommst du klar? Ich komm klar. Wo dient denn schon? Gute Nacht! Dann räumen wir mit denen mal hier auf. Der kommt doch rüber, oder? Ja, Spider-Man ist hier irgendwo. Dann hängen wir den gleich daneben. Gut, dass die nicht nach oben schauen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, gegen die zu kämpfen oder die lautlos auszuschalten. Aber ich glaube, die zwei haben sich irgendwie verbuggt gerade. Die laufen nicht weiter. Gibt es hier sonst noch irgendwo welche? Sieht erstmal nicht so aus. Ah, jetzt. Schön. Ich glaube, das waren schon alle. Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr müsst uns doch nicht umlegen. Fisks Territorium gehört uns. Nicht heute. Schöner Auftritt. Komm mal hoch. Hi, Willy. Du. Netter Overall. Macht echt schlank. Halt dich aus meinen Geschäften raus. Warte, die Dämonen. Wer ist ihr Anführer? Rette meine Männer, dann sage ich's dir vielleicht. Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Oh nein. Bleibt, wo ihr seid! Bitte, bleibt zurück! Das klingt ja gar nicht gut. Wow. Gut, ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Aber wir müssen noch nach oben. Oh je. Kein Verräter!
Puh, endlich alles okay? Ja. Ja, danke. Ich schwinge besser außen herum, um nach Fists Männern zu sehen. Das machen wir. Ruh dich aus! Ich wehr sie ab! Ich geh nirgendwo hin! Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die Polizei. Ah, die zwei sind das. Dann schnell weiter. Muss die Überlebenden schnell finden. Oh nein. Das geht hier richtig ab, aber sehr dynamisch alles. Das gefällt mir sehr. So, seid ihr auch safe? Anderen da drüben. Glaubt ihr, Fisk wird euch nicht finden? Ihr seid so gut wie tot. Er kann nicht fliehen. Fisk wird euch töten. Er wird euch umbringen. Sieh da, Morty. Oh oh. Ich hoffe, der überlebt das. Ah, okay. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Jetzt noch den Hubschrauber, oder? Ah, der möchte noch. Sehr cool. Hey, Dickerchen. Ein großer. Weiche den Schockwellenangriffen aus. Mega cool. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Auf dem Dach? Da oben? Na dann. Nein, bitte! Hallo nochmal. Oh.
Ach, komm schon! Nein, 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 nein! Oh Mist. Los, los, los! Ist das echt passiert? Ja. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Bleib hier. Raketen! Der Helikopter zerstört die Stadt. Ich weiß. Du musst den runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Das ist leider nicht so leicht, wie sie denkt. Oh nein. Das ist meine Chance. Hoffentlich überlebe ich das. Oh mein Gott, wie das hier abgeht. Hi, ist das die Maschine nach Newark? Nein, wie cool ist das denn? Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir! Ein Motor ist aus, jetzt der zweite. Na-ah. Das ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Anfang! Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell! Schätze, das ist der Plan! Komm schon, Pete, du schaffst das! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Bitte vermassel das nicht! Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Oh, ich sah nicht. Cool, danke. Haben die eine Website? Yes. Whoops. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey, Miles. Hey, Fanboy. Mist, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu Dads Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch.
MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Was war denn das für eine krasse Mission? Mega cool. Okay, lasst uns mal kurz von dem Level up hier noch diese Fähigkeit kaufen. Genau, damit wir mit Dreieck dann sofort nach einem optimalen Ausweichmanöver auch einen Gegner mit Schusswaffen sofort ausschalten können. Boah, war das cool. Das hat sich so gut angefühlt. Ach nein, und noch mehr Dämonen. Der Geld kann man auch ein... Na, wenn wir schon dabei sind. Oh, die haben jetzt auch so große. Oh. Oh mein Gott. Das ist natürlich eine sehr, sehr fiese Stelle hier. Wir kommen hier gar nicht weg durch den großen. Ah, danke. Er hat uns geholfen. Oh, da müssen wir aufpassen. Wow. Ich kümmere mich mal um den hier. Oh, oder vielleicht um den großen zuerst. Aua. Die Großen sind gefährlich. Boah. Gullideckel-Time. Oh, scheint ihn auch nicht zu interessieren. Ich hol sie raus! Das Schloss klemmt! Oh, dich nehmen wir auch gleich mit. Den Dämonen ist es egal, wer leidet, solange sie ihren Teil bekommen. Jetzt reicht's! Ich nehme mir jetzt auf jeden Fall Urlaub! Mach das! Wir brauchen das, glaube ich, auch. Okay, dann jetzt einmal darüber. Alle Einheiten, verfolgtes Fahrzeug gemeldet. Officer bei Gramercy, bitte melden. Ja, ich glaube, so langsam können wir auch unseren Anzug einmal aufwerten. Ich muss das Auto stoppen. Okay, dafür gibt es keine 5 Sterne. Schnapp sie, Spider-Man. Wir haben keine Leute für eine Sperre. Endstation. Das ist wirklich... Ja. Mehr Verbrecher? Das wird ein Internet-Hit. Ah. Noch mehr. Ja, dafür haben wir das ja auch geskillt.
Genau, das soll es auch. Bieten Autoversicherer noch keine Spinnfädenprämie an? Brillante Idee, muss nur umgesetzt werden. Wir übernehmen jetzt Spider-Man. Sehr schön. Dann können wir erstmal wieder weiter. Na, wobei hier ist ein Wahrzeichen, das wir noch fotografieren können. Entschuldigung, alles in Ordnung? Fantastisch! Sehr gut. Geschenk vom Boss. Geschenk vom Boss? Lasst euch nicht erwischen! Das gibt's doch nicht. Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Tu so, als wäre ich ein Schurke? Was hatte die denn vor? Die Dämonen werden immer dreister. Sie greifen die Pulle. Okay, Kinder! Schluss jetzt! Sonst ist euer Panzerknacker-Spielzeug weg! Das gibt's doch nicht. Warum sind hier so viele? Boah, die haben gar keine Chance mehr. Zumindest nicht, wenn sie keinen Großen dabei haben. Die Dämonen sind besiegt. Sie können übernehmen, Officer. Das war knapp. Jetzt aber schnell zum Rathaus. Was ist das hier für ein grüner Bereich? An alle Einheiten, Meldung über Drogenhandel. Officer in Little Italy benötigt. Deshalb hat Jonah mich so gut bezahlt. Hey, mach mal was. Geheime Foto-Ops? Okay, vielleicht kommt das erst noch. Da drüben ist auch irgendwo ein Turm. Vielleicht können wir den noch einmal schnell aktivieren. Nur zur Sicherheit. Das Finanzviertel. Okay. Das sollten wir auch mal im Blick haben. Ah, schön. Auch viel, was man hier in der Gegend wieder machen kann. Überfall auf gepanzertes Fahrzeug. Officer vor Ort, bitte zum Civic Center. Wunderbar. Die Trinity Church. Da muss auch irgendwo noch ein Rucksack hängen. Ganz oben? Tatsächlich.
ein Knödelrezept. Gut, dass wir das wieder gefunden haben. Oh nein, und da hinten ist auch schon wieder Ärger. Keine Sorge, Norman, wir kommen gleich noch zu deiner Zeremonie. Dem Mondmann im Vertrauen. Bekannt ihr als Dämonenbabys nicht genug Liebe? War Papa zu streng? Oh nein. Da und ließ euch weinen? Irgendein Großer. Wir haben auch eine coole Granate. Na, warte. Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? Ja, zumindest sind es sehr viele. Die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg gab mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Unsere Stadt kann sich also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ein Anruf, Sir. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie, meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden ihre Firma, ihre Stadt und alles, was ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln, aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen.
runter! Peter!